Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. Lösen Sie zuerst die Tastensperre, indem Sie die Sit-Taste drücken, bis UNL angezeigt wird. Um die Temperatur einzustellen, können Sie einfach die Sit-Taste drücken. Es wird dann der momentan eingestellte Wert angezeigt. Diesen können Sie mit den Pfeiltasten verändern und mit Sit speichern. Sollte Ihr Gerät von innen eingefroren sein, können Sie eine manuelle Abtauung starten, indem Sie die Taste mit der geschmolzenen Schneeflocke einige Sekunden gedrückt halten. Um in die Einstellungen zu gelangen, drücken und halten Sie zuerst die Sit-Taste. Wenn das Display Pair anzeigt, bestätigen Sie mit Sit und geben das Passwort -19 ein. Sie sind jetzt in den Einstellungen und können mit den Pfeiltasten zur gewünschten Funktion navigieren. Wenn bei Ihrem Gerät die Temperatur zu stark schwankt, können Sie dies über R0 einstellen. Hier wird eingestellt, wie viel Temperaturdifferenz zugelassen wird, wenn das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat. Ist das Gerät also auf 2 Grad eingestellt und R0 auf 3, kühlt das Gerät zwischen 2 und 5 Grad. Sollte Ihr Gerät innen eine verstärkte Eisbildung aufweisen, kann dies am Abtauintervall liegen. Dieses können Sie mit D0 einstellen. Ist dies zum Beispiel auf 5 eingestellt, taut das Gerät alle 5 Stunden ab. Stellen Sie dies niedriger ein, sollte Ihr Gerät vereisen, um öfter abzutauen und dies somit zu vermeiden. Mit D2 können Sie einstellen, bis zu welcher Temperatur das Gerät abtaut. Steht dieser Wert zum Beispiel auf 18, taut das Gerät ab, bis es 18 Grad erreicht hat. Der Wert D3 gibt an, wie lange das Gerät maximal abtaut. Steht dieser Wert zum Beispiel auf 30, taut das Gerät maximal 30 Minuten lang ab. Wenn die angezeigte Temperatur von der tatsächlichen abweicht, können Sie den Füller mit CR1 anpassen. Stellen Sie diesen zum Beispiel auf 2, rechnet das Gerät 2 Grad auf den gemessenen Wert hinzu. Verfügt das Gerät über einen zweiten Füller, kann dieser über CR2 eingestellt werden.